Moin Leute von heute, was geht ab? Yes, ist am Start für euch und das ist auch gut so. Heute sprechen wir ein wenig über die verschiedenen Prestige, die ihr freischalten könnt. Ich habe hier schon mal die Bilder für euch von 1 bis 10 rausgesucht. Es gibt 10 verschiedene Charaktere, die könnt ihr jeweils einmal prestigen. Es sind ungefähr 3 zur Auswahl am Anfang. Ihr könnt, glaube ich, eine Frau auch nehmen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber von 10 verschiedenen Charakteren sind auf jeden Fall 3 zur Auswahl. 10 Personen, 10 Prestige-Embleme. Jeden Charakter könnt ihr bis zum ersten Prestige bringen. Ich habe mir gerade schon mal Ghost vorgeladen. Alleine der Multiplayer dauerte schon 6 Stunden. 24,2 GB ist schon eine Menge Platz, die der Multiplayer braucht. Auf jeden Fall habe ich die letzten 2 Tage erstmal alles von meinem PC gelöscht. Nur die wichtigsten Sachen wie Sony Vegas Pro 12 und Fraps zum Video machen raufgeladen. Und diesmal wird alles über meine Speed-SSD-Karte laufen, damit ich in Ghost immer als Erster im Spiel bin. Ich hatte das so letztes Mal gemacht, bevor ich das alles gelöscht habe und neu eingestellt habe. Lief alles über meine langsamere SSD. Da war ich zwar auch trotzdem als Erster im Spiel, aber jetzt läuft das alles noch schneller. Ich kann alles schneller laden und so weiter. Auf jeden Fall nochmal zur Info, ab 1 Uhr morgens soll das Ghost freigegeben werden. Ich hoffe natürlich, dass man es dann schon spielen kann. Ich warte selber gespannt drauf, dass ich das erste Mal dieses Call of Duty Ghost spielen kann oder besser gesagt auf meinem PC in 1080p spielen kann. Ich werde auf jeden Fall morgen noch andere Gameplays hochladen oder sage ich besser jetzt gleich, denn wir haben es jetzt gerade, wo ich das Video mache, 20 nach 10. Also um 1 in 3 Stunden soll es ja freigegeben werden. Ich werde dann auch gleich ein paar Runden zocken und das erste Gameplay hochladen. In bester Qualität natürlich für euch. Also wir sehen uns später, wenn es wieder heißt, yes, ist am Start für euch. Macht's gut, halt die Ohren steif. Bis dann.